Kinder, was geht bei euch ab? Seid ihr durchgepeitscht oder was? What? Ich wurde über die letzten paar Wochen von einigen Menschen angeschrieben und sie haben alle gesagt, Dummabla, mach mal den Yandere-Simulator. Irgend so ein japanischer kranker Scheiß, weißt du, ey, oder so. Das Spiel ist noch in der Mache und man kann sich Unterhöschen angucken. Also das ist die perfekte Geschichte für uns. Um einfach mal so ein bisschen was Buntes reinzubringen, ne? What gender is your ideal lover? Natürlich female. Sorry, that feature isn't available. Na, dann halt male. So, jetzt bauen wir uns unseren Traummann zusammen. Alles klar, wir sind fertig. Das rechts sind übrigens wir, diese Troller hier. Wir suchen natürlich was, was möglichst viel Haut zeigt. Also da ist gar nichts dabei, so ein Scheiß. Nehmen wir das. Ah, komm, passt schon. I can't feel anything. Okay, ist mir schon zu viel. Hey. Do I know you? I wanted to give you her. Aha. Ach so, gut, gut, gut. Also, sie, die keine Feelings hat, will einen Kerl haben, den wir gerade erstellt haben. Das ist nämlich hier. Und aber eine andere will ihn auch. Und deswegen müssen wir die natürlich abschlachten. Aber die ist erst am Freitag am Start und konfesst ihre Liebe dem Senpai unter einem Kirschbaum oder so. Und diese Handyfrau hat uns gerade Informationen gegeben. Und wir sollen ihr Fotos von unserer Unterhose schicken, also von uns in Unterhose, von dem Mädchen, um noch mehr Informationen zu bekommen, wie und wo wir die am besten abschlachten können. Ich verstehe schon. So der Alltagsstress, den man eben so hat, ne? Okay, erstmal eine Runde Xbox spielen. Was ist das? Das ist doch so eine Nintendo-Konsole wahrscheinlich, ne? Die Japaner kennen ja nichts anderes. Was haben wir denn hier? Gut gefüllt? Oh! Welche Senpai Unterhose ziehen wir an? Die, ich präferiere schon mal die. Schnürchen sind immer wunderbar, also ausschließlich Schnürchen. Sowas natürlich auch schön, klar. Aber gut, Pedobär, alles klar. Pedobär ist eigentlich der Gewinner, aber trotzdem will ich diese hier. Kann ich mir das jetzt angucken? Und hier ist der Senpai-Schrein. Hier, die Zahnbürste hat sie von ihrem Senpai geklaut. Ich weiß gar nicht, ob man das so ausspricht. Senpai, ich glaube schon. Das ist anscheinend ein weggeworfenes Pflaster von ihm. Da ist immer noch so ganz leckeres Blut von ihm dran, da. Und hier ist ein Apfel. Und da leckt sie manchmal die Einbissstellen ab, weil es schon so ein bisschen Crikey ist. Geh mal hier, in the basement erstmal. Wir wollen ja gucken, was da so am Start. Alter. Das ist der Folterkeller. Hier folter ich die Leute. Ich hab grad die Haare verändert. Hast du gesehen? Are you a wizard? She's so hairy. Wir behalten das. Das ist so richtig slutty. Das hier, oder? Was haben wir noch für Tasten? Können wir irgendwo die Titten größer machen? Leute, Mann. Ihr seid echt so krass und pervers. Stereotypen finde ich schrecklich. Wir gehen mal in die Town. Leute, hä? Wo ist unser Unterhöschen? Hä? Das ist doch nicht die Unterhose, die wir gewählt haben. Time taken to get... Wo ist denn die Schule überhaupt? Ich muss schneller fahren, scheiße. Wupp. Hör mal auf zu fahren jetzt. Ach, scheiße, ich muss noch zur Schule finden. Ich habe noch die falsche Unterhose an. Wir wollten doch eine anziehen, wo man da ganz viel sehen kann, Mensch, ey. Ich bin schwer enttäuscht. Ist der Sattel vielleicht im Weg? Nee, der hat da gar nichts. Der hat gar kein Geschlecht. Ah. Oh je. Yeah. Aber das ist nicht das Unterhöschen, das wir gewählt haben. Ich will sofort zurück nach Hause. Wo ist das? Warum habe ich ein Herzschlagding? Wie kann ich Leute verschlagen? Können wir jetzt noch mehr Haare auswählen? Aber ich will doch die... Super Saiyajin. Nein, das ist doch alles viel zu viel. So viele Haare kann man sich doch gar nicht angucken. Komm, wir nehmen jetzt die. Ich gebe ihr einfach mal ein Kompliment. Die sieht super aus heute, oder? Die Alt. Ah, really? Wow, thank you. This is so nice of you. Was ist mit dem? Alter Senpai. Ist das der Senpai? Nee, oder? Bye. Wie sieht denn der Senpai... Oh mein Gott, Leute, wir müssen mal mit dieser Frau unbedingt sprechen. Aus diversen Gründen. Hallo? Die ist heute Morgen mit beiden Brüsten auf jeweils eine Luftpumpe gefallen. Was ist das jetzt? Kann ich jetzt jemanden auch rufen? Kann ich jetzt Senpai auch rufen jetzt? Oder wie sieht das aus? Was machst du da, Lady Kuh? Mach mal zu jetzt. Die Schüler rennen sonst davon. Ich gehe raus. Wie, ich kann nicht rausrennen? Wie viele Kinder kommen denn da? Krass. Oh je. Oh je. I gonna get this. I gonna get a screwdriver. Nee, ich will ein Messer. Eine Schere ist viel geiler. Zizis. Oh, Leute. Ich muss mal ganz kurz zu der einen mit den komischen Brüsten. Hallo. Wie sie alle da stehen. Ist er das? Das ist er, ne? Wow, er hat mich angeguckt. Ich will dich doch nur mal kurz küssen oder so. Du bist mein Senpai. Muss ich einfach mal jetzt safen? Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Aha, gut, check. Mhm, alle haben weiße Unterwäsche an, oder was? Gibt es keine, die irgendwie Geschmack hat oder sowas? Black oder so, die hat bestimmt Black. Ne, keiner hat schwarze Unterwäsche an, crazy. Hallo, wo kann ich jetzt die Waffe eigentlich herholen? Ich hätte doch ein Messer eingesteckt. Ah, also kann ich die jetzt abstechen? Könnte ich die jetzt abstechen, wenn ich... Attack. Soll ich sie abstechen? Just what do you think you're doing?